Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 24. 24. Und was hat dich vom Islam überzeugt? Ja, ich habe viel gelesen, weil ich bin aus der Kirche ausgetreten Mhm. und habe dann irgendwo so also wie eine neue Heimat gesucht. Und naja, die habe ich im Islam gefunden. Ich bin auf eure Website gekommen und das fand ich schon mal sehr interessant. Habe mir auch die Videos von den anderen Konvertiten angesehen und habe auch ein bisschen schon den Koran gelesen und habe auch viel Freude und Spaß am täglichen Beten dann gefunden. Und insofern denke ich jetzt auch mal für mich persönlich, dass auch Allah der einzige Gott ist. Ja, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Warst du katholisch oder evangelisch? Evangelisch. Evangelisch. Und wo liegt der Unterschied zwischen Christentum und Islam in deinen Augen? Ja, also für mich ist der Islam irgendwie wärmer. Wie gesagt, man sind ja untereinander Brüder. Und ich war auch schon zweimal in einer Moschee hier in Hamburg bei mir. Und ja, man hat sich gleich irgendwie willkommen gefühlt, wenn man so in die Kirche reingeht. Ja, dann ist da irgendwie so eine Kälte und eine Leere. Und die Kirchen sind ja auch sehr groß und da kommt man sich irgendwie so verloren vor. In der Moschee wird man halt gleich angesprochen und wird halt aufgenommen. Und das fand ich schon sehr, sehr positiv. Ja, das ist die Wärme des Islam. Ja, Alhamdulillah, dann machen wir das gemeinsam mit dem Glaubensbekenntnis. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und du bezeugst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Sind wir jetzt eigentlich ganz alleine oder Wie bitte? sind noch Brüder und Schwestern bei dir oder bist du jetzt ganz alleine? Ich bin ganz alleine, aber da werden dich 20.000 Menschen jeden Tag sehen. Und die sind alle Zeugen auf dich. Und die werden auch Bittgebete bei Allah machen, dass Allah dein Herz fühlt mit Iman. Und inshallah, diese Bittgebete kommen bei Allah an. Und natürlich auch, wenn du Unterstützung brauchst, in Hamburg werden einige Geschwister sich melden, die dir gerne bereit, die Unterstützung zu geben. Das ist eigentlich der Sinn von dieser Aufnahme. Ja, jetzt aus voller Überzeugung vom Herzen, Ashhadu an An La ilaha La ilaha illallah. illallah وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله. الله. Ja, dadurch bist du offiziell Muslim geworden. Alhamdulillah, Bruder, Alhamdulillah. Und Alhamdulillah, das ist der Islam, Bruder. Das ist Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das ist die wahre Religion des allmächtigen Gottes, die Gläubigen als Brüder und Geschwistern vereint. Und man spürt das auch im Herzen, Bruder. Ja, ich fühle mich auch jetzt irgendwie so ein bisschen so eine Art wie befreit und glücklich halt, Alhamdulillah. Ja, das ist die Rechtleitung Allahs, Bruder. Jetzt durch die Annahme des Islam sind inshallah deine vorherigen Sünden komplett gelöscht worden. Und Allah ist allbarmherzig, allverzeihend. Wenn du jetzt den Islam richtig praktizierst, Allah wird inshallah deine vorherigen Sünden, die du gemacht hast, in guten Taten umwandeln. Und die guten Taten, die du schon vorher gemacht hast, die zählen inshallah bei Allah. Ja, das ist das größte Geschenk deines Lebens. Und bewahre Allah in deinem Herzen, Allah bewahrt dich. Und je mehr du den Islam richtig praktizierst, um desto zufriedener wirst du in deinem Herzen werden. Natürlich, Bruder. Du hast selber gesagt, Bruder, und das Wort Bruder ist nicht nur ein Wort, sondern dahinter verbergt sich die Liebe zu Allah. Und wir sind dein Bruder im Islam und du kannst uns immer anrufen, inshallah. Jeder Muslim auf dieser Erde ist dein Bruder und jede Muslime auf dieser Erde ist deine Schwester. Und gerne kannst du uns immer anrufen. Inshallah in einer halben Stunde. Okay. Ja? Ist klar, Bruder. Ich melde mich dann bei dir. Inshallah, Bruder. Ja, okay. danke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الفلاح